Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight, wieder als das Schwein und auf einer meiner Lieblingsmaps. Und wir versuchen einfach mal diese Lieblingsmap auch wirklich zu unserem Positiven auszuspielen und eine so gute Folge zu produzieren wie die letzten Male. Bis jetzt waren wir ja recht erfolgreich mit dem Schwein und ich fange langsam an, diesen Charakter hier wirklich zu lieben. Macht einfach Spaß mit ihm zu spielen und irgendwie merkt man so eine gewisse Dominanz gegenüber den Überlebenden, was ja eigentlich das Ziel des Spiels ist. Okay, da hinten haben wir jemanden wegrennen sehen. Genau da. Hinten links läuft sie lang, genau da. Bis jetzt haben wir sie noch nicht verloren. Damit haben wir sie auch recht schnell erwischt. Und wir haben unseren ersten Hook, bevor sie einen Generator gemacht haben. Das gefällt mir natürlich schon mal. Wir konnten sie ja auch daran hindern, einen Generator zu machen, von daher ist es erstmal positiv für uns. Jetzt wissen wir auch, wo sich zumindest ein Überlebender oder ein weiterer Überlebender befindet, da oben im Haus am Generator. Ich vermute mal, dass es aber nur ein Ablenkungsmanöver war und möchte sie jetzt hier über diese Seite zumindest wenn abschneiden. Obwohl, sie arbeiten noch daran. Jetzt wurde sie abgehangen. Und das war, muss ich zugeben, ein bisschen glücklich, dass wir sie genau im richtigen Raum erwischt haben. Aber das war kein gutes Versteck. Das haben wir recht einfach gesehen. Leider ist die andere gerade geheilt worden oder hat sich selbst geheilt. Aber schon zwei erfolgreiche Hooks, während sie keinen einzigen Generator gemacht haben. Das scheint schon mal erstmal sehr gut zu sein. Dann beschädigen wir hier auch noch mal einmal den Generator. Wenn wir es mal irgendwann vernünftig hinbekommen würden. Ich sag euch, dann wären wir locker auf Rang 1, wenn wir das einfach mal hinbekommen würden. Aber ich bin echt überrascht, dass wirklich noch kein Generator fertig ist. Weil jetzt langsam hätte wirklich mal irgendeiner fertig sein können und vor allem war ich noch bei langem nicht bei jedem Generator. Da hören wir sie sogar sich heilen. Okay, gerade im letzten Moment ausgewichen. Aber das bringt ihr jetzt auch nicht viel. War vielleicht nicht so clever, direkt den ersten Kasten zu nehmen, um sich zu befreien. Na, ob wir das dahin schaffen? Sie wiggelt zumindest nicht. Also haben wir jetzt locker die Chance und schaffen dies. Weil wir haben gerade gehört, dass hier irgendwo jemand in der Nähe ist. Weil er diese komische Pflanze benutzt hat. Hier sehen wir auch noch Kratzspuren. Und da ist sie auch. Okay, das war einfach nur Dummheit, um ehrlich zu sein.
Also sie da abzuhängen, das war wirklich Selbstmord. Und damit hat ihr Teamkamerad sie wirklich einfach nur gefarmt. Das war wirklich nicht clever von ihr. Und da konnten wir es zu unserer Stärke ausspielen. Haben wir da nicht gerade jemanden in die genau andere Richtung wegrennen sehen? Ne, da ist sie. Okay, sehr gut. Aber ich muss echt sagen, diesmal verfolgen wir die Leute echt sehr gut. Ja, schade. Ist sie zum Glück noch, oder für sie zum Glück noch im richtigen Moment losgerannt? Boah. Das ist meistens so auf den Treppen, dass es nicht klappt. Jetzt aber. Sehr gut. Hab keine Ahnung, wo ich da gerade wieder jemanden gesehen haben soll. Ach da. Schade, ich habe jetzt wirklich gehofft, dass wir hier noch jemanden finden. Oh mein Gott, wieder nicht durchgerückt, ey, meine Fresse. Und da ist gerade wirklich jemand ins Haus gerannt, soweit ich es gesehen habe, hier wegen diesen Kratzspuren. Oder zumindest befindet sich jemand hier in der Nähe. Ah, da haben sie direkt vor unseren Augen den ersten Generator geschafft. Und die Claudette ist, glaube ich, das erste Mal, dass sie uns ins in die Sicht läuft. Wir waren bis jetzt so treffsicher und jetzt kommt eine Claudette und ich sehe sie wieder überhaupt nicht. Verdammte Axt, ey. Jetzt aber zumindest mal einen Hit bekommen. Und bloß nicht aus der Sicht verlieren. Sie müssen wir auf jeden Fall nochmal erwischen. Und die ganzen Generatoren sind aber schon recht weit vorangeschritten. Von daher müssen wir auch darauf aufpassen, dass jetzt nicht gleich auf einmal alle Generatoren fertig sind. Sie läuft aber echt nicht schlecht, das muss man ihr auch mal lassen. Und da sie erst jetzt auch gefunden wurde, heißt es auch, dass sie wirklich gut gespielt hat bis jetzt. Von daher Hut ab erstmal. Dafür, dass wir die anderen Überlebenden alle so leicht bekommen haben, hat sie es uns echt schwierig gemacht. Jetzt müssen wir unbedingt die Generatoren checken. Zum Glück haben wir sie. Ah ne, das war genau der, der genau in dem Moment fertig wurde. Ich wollte gerade erst nochmal sagen, dass wir sie gerade noch im richtigen Moment erwischt haben. Aber leider war es nicht der Fall. Okay. Sie läuft oben, glaube ich, lang. Und genau das meinte ich mit den Generatoren. Okay, sie meint oben noch eben mal ein Totem zu zerstören. Okay, da haben wir sie recht leicht gefunden durch das Hören. Oh mein Gott. Also wir haben echt nachgelassen mit dem Treff und mit unserer Treffsicherheit. Und sie ist direkt mit ihrem ersten Hook dann auch tot. Ich weiß jetzt nicht, ob sie gestruggelt hat oder was da los ist oder ob sie einfach nur nicht gerettet wurde. Das war mal ein guter Schlag. Sie haben wir auch noch nicht oft bekommen, soweit ich weiß.
Und da wird es auch mal Zeit für sie, dass wir sie aufhängen. Und wir haben schon zwei Tote, überraschenderweise. Ich war jetzt recht überrascht, dass Claudette direkt mit ihrem ersten Hook tot ist. Da kriegen wir natürlich nicht so viele Punkte, leider. Ja, auch ihr erster Hook. Mal gucken, ob sie vielleicht auch direkt stirbt. Das wäre wirklich zu unserem Gunsten, obwohl es auch schwierig ist. Weil, wie gesagt, da kriegen wir halt nicht so viele Punkte dadurch. Aber trotzdem, sehr interessant. Und wir würden vielleicht auch mal mehr Gewalt über die Generatoren bekommen, wenn wir wirklich mal Schaden zufügen würden, wie jetzt gerade. Das ist natürlich sehr schädlich, wenn wir es jedes Mal verpassen, da wirklich zuzutreten. Und trotzdem spielen wir extrem gut, meiner Meinung nach. Trotz schlechter Treffsicherheit, trotz nicht beschädigen der Generatoren. Wir weisen halt wirklich eine gewisse Dominanz gegenüber den Überlebenden vor. Oder auf, besser gesagt. Und ich kommentiere das einfach mittlerweile mal nicht mehr. Ja, es wird ja sonst auch irgendwann langweilig, wenn ich jedes Mal sage, meine Güte, wir hätten vielleicht mal diesen Generator wirklich treten sollen. Jetzt schauen wir hier oben nochmal, ob wir jemanden entdecken. Und da drüben haben wir doch jemanden gesehen. Sie war ein bisschen laut. Wir wussten schon, dass sie wirklich da in der Nähe ist. Und dann war es ein leichtes, sie auch hinter diesem Baum zu finden. Sie ist uns halt regelrecht in die Arme gelaufen. Ich gehe jetzt dann mal davon aus, dass der Letzte wieder durch die Falltür entkommen wird. Mal schauen, ob wir vielleicht die Falltür wenigstens vor ihm finden. Oh, da haben wir Nia gefunden. Den zweiten Killer auf dem Spielfeld. Und ich dachte eigentlich, wenn jemand tot ist, dann ist sie es, die zuerst wirklich dran glauben muss. Aber da haben wir sie sogar auch noch erwischt. Das ist doch sehr gut. Wie schon gesagt, neben unserer eigenen Inkompetenz haben wir sehr gut mit diesem Killer gespielt. Es gefällt mir sehr, mit dem Schwein zu spielen, muss ich sagen. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.